Ach ja, das Leben einer reichen Familie kann schon super schön sein und hey, schönen guten Tag, mein Security-Mitarbeiter. Hey Chef, hereinspaziert. Ich bewache dein Gebäude schon seit dem ganzen Tag mit meiner Waffe und keiner kommt hier vorbei. Oh ja, du bist wirklich ein guter Beschützer, würde ich sagen. Wir öffnen sofort die Schranke und betreten das Grundstück der reichen Familie. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir schauen uns heute mal zusammen das Leben einer reichen Familie an versus das Leben einer armen Familie. Freunde, wir übernehmen heute das Leben der reichen Familie. Ihr seht es schon. Wir haben hier unser eigenes Haus, was hier darf, und mit unserem eigenen Spielplatz. Hey, Kleiner! Yo, yo, Papa, was geht ab? Guck mal, was ich für ein schönes Handbuch gebaut habe. Ich liebe das Leben von uns. Oh ja, Santino, denn wir sind die reiche Familie. Viel, viel Spaß. Du spielst auf jeden Fall noch hier genug auf dem Spielplatz. Und Freunde, ich würde sagen, ich zeige euch mal hier das Leben einer reichen Familie, wie so unsere Sachen aussehen. Natürlich unser Haus komplett aus Diamanten, Gold und Emeralds gebaut. Dann haben wir hier noch so einen ultra schicken Garten mit Couch, so einen kleinen Chilling-Raum. Und natürlich, was darf nicht fehlen, ein kleiner Luxuspool. Let's go. Da springe ich jetzt am besten nicht rein, sonst werde ich komplett nass. Aber ansonsten soll es das gewesen sein. Und wir betreten jetzt hier sofort unser Haus, was natürlich auch von Moin Moin Jeffrey geschützt ist. Moin Moin, ich bin Jeffrey. Oh ja, Jeffrey, du sagst, und wir betreten sofort die gute Stube. Und hey, Santine. Hey, Santi, und hast du wieder ganz viel Geld auf der Arbeit verdient? Ja, natürlich. Und oh, was ist das denn hier? Ein leckerer Apfelkuchen, den du schon gemacht hast. Natürlich, denn wir sind natürlich die reiche Familie, Santine. Das weißt du doch. Freunde, wir haben hier auf jeden Fall so einen krassen Luxusfernseher. Wir haben jede Menge hier zu essen, eine kleine Couch. Dann haben wir natürlich noch so ein Klavier. Wieso auch immer, ich kann eigentlich kein Klavier spielen, außer alle meine Entchen. Dann haben wir hier noch so eine E-Gitarre, let's go, und ganz, ganz viel Essen. Oh ja, und ich würde sagen, Santine, essen wir was Schickes heute? Ja, heute essen wir mal wieder Luxusessen, wie es sich als reiche Familie gehört. Oh ja, du sagst, dann würde ich sagen, ich setze mich schon mal an den Tisch. Oh, hab ich einen Hunger. Endlich komme ich von der Arbeit nach Hause und wieder habe ich kein Geld verdient. Oh Mann, Freunde, so kann das auf gar keinen Fall weitergehen. Freunde, herzlich willkommen zu dem Leben der armen Familie. Das werde ich, Vitamine, Moin Moin, nachstellen. Und, hä? Kleiner, was machst du denn hier? Ich bin auf unserem Spielplatz, Papa, und hast du schön Geld verdient auf der Arbeit? Nee, leider noch nicht. Also, den Spielplatz können wir leider nicht größer bauen, ne? Tut mir leid, Kleiner. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal sofort zu meiner Freundin Lena rein. Hey, Vitamine, da bist du ja endlich und hast du wieder schön viel Geld verdient. Ja, ich habe 2 Euro verdient. Juhu! Das ist vielleicht nicht echt so viel. Vitamine, wir haben schon so lange kein Geld. Wir sind arm und nix mehr was zum Essen. Hey, Lena, stell dich nicht so an. Schau mal hier. Hier ist ganz viel Rottenfleisch. Njam, 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 njam. Das schmeckt köstlich. Seit Monaten ernähren wir uns von diesem Zombiefleisch. Du musst mal was machen, Vitamine. Wir müssen auch mal reich werden. Ach, Lena, wir müssen doch nicht reich werden. Übertreib doch nicht. Unser Haus ist doch super schön. Unsere Mega-Villa. Oh ja, Freunde, schaut euch das mal an. Mein Kühlschrank, der ist komplett leer. Da ist nie was drinnen. Ja. So haben wir hier eine kleine Couch. Hier sogar Betten 2. Aber Freunde, so sieht unser Haus aus. Schaut euch das mal an. Das sieht richtig gut aus. Mit diesen Lianen hier. Mit diesem Stacheldraht. Also yeah, Freunde, ich habe eine echt krasse Villa. Das ist ein Schrotthaus, ey. Was ist das denn? Hey, Kleiner, benimm dich, oder ich mach deine Sandburg kaputt. Aber Freunde, ich würde sagen, wir machen uns mal auf die Suche in der Stadt und schauen mal, was hier so abgeht. Und hör, was ist das denn hier? Ein schickes Auto. Oh, ich muss dir mal ansprechen. Und hey, wie teuer ist dieses Auto hier? Schönen guten Tag, das ist der neueste Schrei. Dies ist kein Lamborghini, sondern eine Aubergine für 5 Euro. Eine Aubergine? Was ist das denn? Wow, aber das Auto sieht so cool aus. Das muss ich unbedingt haben, aber ich habe absolut gar kein Geld. Hey, Judah, willst du mir bei meiner Farm helfen? Ich bezahle dich auch dafür. Oh ja, gerne, bitte.
Das ist meine Chance, Geld zu verdienen für dieses coole Auto dort. Also, los geht's. Vitamin, ernte das Feld. Los. Das war wirklich ein total leckeres Essen, Sentide, von dir, muss ich sagen. Aber ich denke mal, ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal um. Und, oh yeah, moin moin. Und wie findest du? Steht mir der Anzug, Sentine? Wow, das sieht sowas von schick aus, aber was hast du vor damit? Ich werde mir jetzt ein neues Auto gönnen. Oh ja, Freund, wir haben nämlich hier einen geheimen Safe. Ich würde sagen, hier unter dem Schrank haben wir hier natürlich ganz, ganz viele Diamanten. Wir nehmen sofort alle Diamanten raus und werden uns jetzt was richtig Krasses damit gönnen. Nämlich ein ultra krasses Luxusauto. Bis später, Sentine. Bis dann, Senti. Dann würde ich sagen, wir gehen sofort hier aus dem Haus raus. Tschüss, Kleiner. Dein Papa holt sich jetzt ein neues Luxusauto. Schon wieder, ey. Du hast doch gestern ein Auto gekauft. Ja, Sentino, aber wir sind doch reich. Ja, meine Güte, ich würde sagen, tschüss, Tom. Wie heißt nochmal? Jeffrey, glaube ich, ne? Du beschützt ja hier weiter unser Haus und ich würde sagen, hey, hey, was ist denn mit dir? Ich bin auf der Hallo. Ich verstehe zwar kein Wort, aber okay, okay, hier, bitteschön, wir sind heute so gnädig. Hast du hier ein paar Diamanten auf jeden Fall? Bitteschön, naja, ich würde sagen, wir gehen sofort weiter. Aber Freund, schreib doch mal jetzt gerne in die Kommentare. Was für eine Familie wärst du gerne? Wärst du lieber die arme Familie oder die reiche Familie? Schreib's in die Kommentare. Und wenn du auch mal ganz, ganz viel Geld irgendwann haben willst und reich werden willst, dann lass mir genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Alle das Video liken, Freunde. 3, 2, 1 und jetzt im Video einen Daumen nach oben geben. Das würde mich super glücklich machen. Aber ich würde sagen, oh ja. Hey, schönen guten Tag, ihr Autoverkäufer. Hallöchen, was darf es einmal sein? Wollen Sie ein neues Luxusauto kaufen? Yay, schicke Sitze, muss ich sagen. Wie viel kostet das? Ich nehme das Ganze für 3 Diamanten. Hey, du Spinner, raus aus dem Auto. Oh Gott, hey, hey, raus da, hau ab. Meine Güte, das kann ja wohl nicht sein. Aber ich würde mir gerne mal hier den Lamborghini anschauen. Nur zu, Kleiner, setz dich rein, setz dich rein. Okay, okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir setzen uns mal sofort hier in den Lamborghini rein und wow, schaut euch das Ganze mal an. Von innen sieht das schon übelst krass aus und ich würde sagen, ich will mir gar nicht so lange Gedanken machen. Wir gönnen uns jetzt einfach den Lamborghini. Und wie viel kostet der Lamborghini? Ich hätte gerne den Lambo hier. Der Lambo kostet einmal 1000 Diamanten. 1000 Diamanten, gar kein Problem, würde ich sagen. Hier, bitteschön, haben Sie alle meine Diamanten, die ich hier zur Verfügung habe. Und dann wird uns der Lamborghini einfach gehören. Was geht denn da ab? Dieses luxuskrasse Sportauto wird jetzt uns gehören. Ich würde sagen, wir steigen hier sofort ein. So, let's go. Tschüss, schönen Tag noch und fahren damit sofort zu unserem Haus. Und eingeparkt, let's go. Guckt euch das Ganze mal an. Wir haben uns jetzt einen richtig krassen Lamborghini gegönnt. Ja, mein Papa, was ist denn da los? Alter Schwede, so ein krasser Lamborghini. Oh ja, Kleider, ich habe mir diesen Lamborghini gekauft. Und vielleicht, wenn du ein bisschen älter bist, so 6 Jahre bist, dann kaufe ich auch einen Lamborghini. Herzlichen Glückwunsch für den neuen Lamborghini. Die sieht wirklich total klasse aus. Oh ja, vielen, vielen Dank, Jeffrey. Ich finde ihn auch super schön. So, das ganze Feld hier noch erden und fertig. Und hier bitteschön 48 Weizen und jetzt gibt's mein Geld. Vielen Dank und hier deine Belohnung, 5 Diamanten dafür. Oh yeah, Freunde, ich bin reich, 5 Diamanten. Und damit werden wir uns jetzt diese Luxuskarre hier kaufen. Oh yeah, schönen guten Tag, ich bin hier und habe die 5 Diamanten und möchte jetzt diese Aubergine hier kaufen. Ja, mit dem Geld und dir gehört das Auto. Du denkst doch nicht ernsthaft, ich bin arm. Natürlich habe ich die 5 Diamanten. Ja, bitteschön. Und yeah, Freunde, das Auto gehört einfach jetzt mir. Ich habe das gekauft. Eine Luxuskarre. Diese Aubergine. Oh yeah. Warte mal, die hat gar keinen Reifen mehr. Was ist denn hier los? Eieiei, ich glaube, da müssen wir noch einiges reparieren. Und hä? Der hat sogar keine Sitze. Oh nein, was habe ich denn hier für eine Schrottkarre gekauft? Was haben wir uns denn jetzt gegönnt? Einfach ein eigenes Privatflugzeug. Schaut euch das Ganze mal an. Sentino, komm mal nach draußen. Was ist das denn? Wir haben einfach ein eigenes Flugzeug. Wow, das ist ja riesig. Damit können wir einfach in Urlaub fliegen. Oh ja, ihr sagt es, ich habe mir jetzt einfach ein eigenes Flugzeug gegönnt von dem ganzen Geld, was wir noch übrig haben. Ist das nicht krass? Jetzt haben wir einfach ein eigenes Flugzeug, Freude. Sandy, du bist einfach so klasse. Ich bin so stolz auf dich, dass du wirklich so viel Diamanten und Geld hast, dass du uns so ein schönes Leben ermöglichen kannst. Kein Problem, Sentine. Das mache ich doch gerne für uns. Naja, egal. Dann reparieren wir halt die Schrottkarre. So,
hier nochmal Reifen dran, auf beiden Seiten, vorne noch die Reifen und dann sieht das Auto doch schon fast wie ganz nagelneu aus. Die Sitze natürlich müssen noch rein und einen neuen Motor rein. Und nun habe ich ein nigelnagelneues Auto. Und naja, hoffe ich natürlich. Und ich bin sowas von stolz. Ich freue mich, das Ganze schon meiner Familie zu zeigen. Und da würde ich sagen, so steigen wir schon mal ins Auto ein und haben wir unser eigenes Luxusauto. Brumm, brumm, da komme ich. Und schaut mal, was dein Papa sich für ein krasses, geiles Luxusauto gekauft hat. Was ist das denn für eine Schrottkarre? Hä, Schrottkarre? Benimm dich mal, Kleiner. Hey, Lena, komm doch auch mal raus. Ich muss dir was zeigen. Was ist das denn? Hast du das geschenkt bekommen oder wie? Hey, das ist der neueste Schrei. Das ist das Auberginenauto. Und schaut euch mal an, wie schnell ich jetzt damit fahren kann. Gas, Lenken, Bremsen. Wie fahre ich das am besten? Oh Gott, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Och Mist, was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh Mist, das Auto brennt, drin. Was machst du, Vitamine? Haha, voll gegen Wand gefahren. Mist, was ist mir denn nur damit passiert? Oh nein, das hätte nicht passieren dürfen. Oh Freunde, ich habe das Auto einfach komplett gegen die Wand gefahren. Ja, was ist denn hier los, du Idiot? Hey, hör auf, mich auszulachen. Das war's hier mit meinem schönen Auto. Oh nein. Und schau mal, Centino, wie findet ihr unseren neuen Ferienbus? Oh ja, wir haben uns jetzt sogar einen eigenen Ferienbus gekauft. Damit können wir auch einfach den Urlaub fahren, wann und wohin wir wollen. Ein eigenes Flugzeug mit einem Ferienbus, das ist klasse. Ja, wenn ich groß bin, will ich damit auch mal fahren. Ja, Centino, du hast ja recht. Wir haben uns jetzt so krasse Sachen gegönnt als Reichfamilie. Aber ich denke mal, Freunde, wir sind auch reich. Das bedeutet, wir können auch die ärmeren Leute auf jeden Fall unterstützen. Und das werden wir natürlich sowas von machen, Freunde. Ich meine, wir haben so viel Geld. Was wollen wir mit so viel Geld machen? Am besten ist es wirklich, die Obdachlosen, die Leute, die nicht so viel Geld haben wie wir, auch zu unterstützen. Weil das sind auch ganz normale Menschen wie du und ich. Zum Beispiel den Kollegen hier. Hier, bitteschön, kriegst auf jeden Fall hier ein paar Diamanten von mir. Keine Sorge, ich habe noch einen zweiten Plan, wie wir reich werden. Dafür muss ich nur... Hey, warte mal, raus aus meinem Haus! Meine Güte, raus jetzt hier, hau ab! Aber Freunde, schaut mal hier in die Kiste. Ich weiß jetzt, wie ich an ganz, ganz viel Geld rankommen werde. Ich werde jetzt auf die Straße gehen und nach ganz, ganz viel Geld fragen. Und so, hier ist ein guter Ort, ja. Hier mache ich mein Zelt hin, den Topf und hier schreibe ich dann noch drauf. Ich bin obdachlos, bitte eine kleine Spende. Das Lagerfeuer mache ich auch in die Ecke und jetzt hoffe ich, dass hier irgendjemand kommt und mir Geld vorbeibringt. Wir geben einfach hier die ganzen Dorfbewohner. Hier, bitteschön, du kriegst auf jeden Fall auch ein paar Diamanten. Sehr, sehr gut. Wir gehen auf jeden Fall hier. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Sofort weiter. Eieiei, was hat Vitamine schon wieder hier gemacht? Das kann ja wohl sein. Und hey, moi, da bist du. Und Vitamine, was machst du hier auf der Straße? Hey, Sie, Herr. Haben Sie eine Spende für eine kleine Orange? Vitamine, ich bin Centex. Ja, natürlich habe ich hier ein bisschen Geld. Hier, bitteschön. Eieiei, du musst auf jeden Fall noch lernen, wie man richtig viel, richtig Geld verdient. Aber hier, bitteschön, kriegst auf jeden Fall meine restlichen Diamanten. Ich bin reich. Dazu fehlt dir, glaube ich, noch einige Diamanten. Aber ich denke mal, das soll es gewesen sein. Freunde, wir haben uns hier zusammen das Leben der armen Familie versus das Leben der reichen Familie angeschaut. Und so waren auf jeden Fall die Unterschiede. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Centex Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.